Willkommen zum Video vom Automagazin Tuning Blog. Heute geht es um ein faszinierendes Fahrzeug, den autonom fahrenden Elektroroller Xiaomi Ninebot T1. Vergiss nicht, ein Abo dazulassen, um keine spannenden Inhalte zu verpassen. Der chinesische Hersteller Xiaomi, bekannt durch seine innovativen Mobilitätslösungen, bringt mit dem Ninebot T1 eine ganz neue Stufe in der Entwicklung selbstfahrender Zweiräder auf den Markt. Während Marken wie Mercedes und Tesla autonomes Fahren im Pkw-Bereich vorantreiben, zeigt Xiaomi, wie diese Technologie auf zwei Rädern aussehen könnte. Der Ninebot T1 ist darauf ausgelegt, vollkommen autonom zu fahren und kann sich per App steuern lassen. Ein beeindruckendes Werbevideo des Herstellers zeigt den Roller dabei in Aktion. Selbstständig balanciert er sich, bevor er von allein ins Rollen kommt und ohne menschliche Hilfe fährt. Technisch gesehen ist der Ninebot T1 ein echtes Meisterwerk. Der Roller bleibt auch ohne Fahrer stabil, dank zweier großer Gyroskope im Unterboden, die das Fahrzeug in Balance halten. Diese Bauteile arbeiten mit einem speziellen Algorithmus zusammen, um das Gleichgewicht zu bewahren und ein Umkippen zu verhindern. Dazu kommen Kameras mit künstlicher Intelligenz, die dem Roller eine Art Augenlicht geben. Dadurch erkennt der T1 Hindernisse und kann selbstständig Personen und Objekte umfahren. Für die nötige Rechenpower sorgt ein Snapdragon-Chip von Qualcomm, der die ankommenden Daten in Echtzeit auswertet, während ein LTE-Chip den T1 durchgehend online hält. Der Xiaomi Ninebot T1 ist nicht nur ein Hingucker, sondern bietet auch praktische Features wie das Fernsteuern per App. Dadurch kann man den Roller beispielsweise zum Einparken oder für kleinere Erledigungen einsetzen. Ein weiteres Video auf der chinesischen Plattform Bilibili zeigt, wie ein Paar den Roller per App losschickt, um eine Essensbestellung abzuholen, und der T1 liefert prompt. Noch ist diese Technik allerdings nicht für den allgemeinen Markt verfügbar. Xiaomi hat diesen beeindruckenden Prototypen bisher nur als Vision präsentiert, und weder in Europa noch auf dem chinesischen Markt ist der Ninebot T1 mit den angekündigten autonomen Funktionen erhältlich. Der Ninebot T1 zeigt jedoch das Potenzial, das selbstfahrende Zweiräder in Zukunft haben könnten. Xiaomi demonstriert damit eindrucksvoll, wie autonomes Fahren auch auf zwei Rädern funktionieren könnte, und ebnet den Weg für weitere innovative Entwicklungen. Die Zukunft bleibt also spannend. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht, ein Abo dazulassen, um bei den neuesten Updates immer dabei zu sein.